Robert Meklitsch, kann man schön die unterschiedlichsten Anfahrtshocken beobachten. Oh Gott. Da ist er auf den Buckel, auf den Vorbau gesprungen. Das war eine Weite für eine Normalschanze und die war noch nicht mal überragend. 85 Meter, bye bye. Es geht nach hinten, da seilt er sich ab, aber ganz nach hinten. Springt sowieso ein bisschen wetterwendisch. War in Zakopane mal Fünfter, aber dann pendelt er zwischen nicht qualifizieren, nicht sich für den Finaldurchgang qualifizieren oder einer vorderen Platzierung. Also, der Junge ist noch nicht ausgereift.